Das ist Samira. Auf ihrem Weg zur Diplomatin steht eigentlich Kairo als Station auf dem Programm. Dort sollte sie ihr Auslandpraktikum machen. Aber eben, sollte. Es hat eben noch einige Änderungen gegeben. Und zwar bin ich schwanger. Und ich hoffe schon sehr, dass ich dann eben einfach gleich viel Leistung erbringen kann, wie ich mir das so gewöhnt bin und wie ich das so hätte können, denke ich, eben jetzt ohne Kinder. Das wird nicht einfach, Kind und Karriere zu kombinieren. Aber Samira will es unbedingt schaffen. Hold on. Are you at the Swiss Club? C'est là. Este ist mi Machete, Spickzettel auf Deutsch. Du bist Krisenmanager. Yes, are you here? Yala. Diplomatie ist in der Schweiz nicht besonders beliebt. Man kennt uns wenig. Das ist vielleicht auch unsere Schuld. Have a toast together. Auf Sie zählen wir für die nächsten Jahrzehnte. Es ist eine extrem internationale Stimmung. Man hat Leute aus der ganzen Welt. Es sind viele internationale Organisationen hier vor Ort. Und mir gefällt das so. Zum Concours Diplomatique, zu der zweijährigen Diplomatenausbildung von Alexander, gehört das Arbeiten am UNO-Sitz zu Genf. Heute geht es um einen ganz besonderen Auftrag. Wenn sie da reingehen und schauen, dass sie bei dem Lift oben steht. Genau, aber dass man zwei Lift behalten. Also wenn er kommt, haben wir zwei Lift. Und nachher können sie runtergehen, zweiten Stock, laufen und rein. Der Alexander und seine Crew warten auf den Prinz Hassan von Jordanien. Der Prinz kommt auch noch an. Und was wir gerade am Organisieren sind, ist halt, dass man durch den VIP-Gang hindurch kann, weil die Security, die Sicherheit vom Prinz hat das gewünscht speziell. Und jetzt müssen wir schauen, dass es alles reibungslos auch abläuft. Jetzt kommt er gerade. Da ist er, der wichtigste Gast. Der Prinz hat heute als Vorsitzender vom UN-Gremium für Wasser einen Vortrag zu diesem Thema halten. Die Aufgabe von Alexander ist es, den hochrangigen jordanischen Wasserexperten zu empfangen und sicher und pünktlich zwei Stück tiefer in den Konferenzsaal zu begleiten. Alle warten auf den Prinz. Aber der ist irgendwie verschwunden. Eine sehr lange Liftfahrt. C'est B2, pas 2. Was? L'autre ascenseur, c'est B2. Ah, c'est pas le même. Et pas 2. Mais bon. Wir haben etwas Verspätung mit dem Lift, aber sonst war es gut. Ja, also es ist interessant, weil beim einen Lift sind die Nummern anders als beim anderen. Und wir haben nur den einen Lift getestet. Und dann sind wir zuerst im falschen Stock gewesen. Aber das ist kein Problem. Gerade noch geschafft. Mit seinem Vortrag über die politische Bedeutung von Wasser kann der Prinz Hassan pünktlich starten. Wie
Weihnachten feiern heisst für Christina Zeit im Unterengadin zu verbringen. Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Francesca, die für Christina eine wichtige Bezugsperson ist. Als Zwillingsschwester haben sie zwei aber nicht immer so einfach gehabt. Nach der Sekundarschule, wo es darum ging, jetzt können wir in die Gymnasium, haben wir wirklich gesagt, jetzt haben wir nicht mehr zusammen in die Klasse. In der Sekundarschule, siebte Klasse, wo wir neu zusammengesetzt haben, war es schon ein bisschen so, gewesen, dass wir einfach mit Veronese Zwillinge waren. Und dann haben wir so ein bisschen gefunden, ja, das wollen wir nicht mehr normal. Und darum sind wir dann wirklich bewusst, dass also Francesca ist in mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium und ich bin im Sprachgymnasium. Und sie haben wir wirklich bewusst ausgewählt, auch zwei verschiedene Typen, damit wir nicht, falls sie irgendwie Klassen wieder neu würden mischen, dann wieder zusammen in die Klasse kämen. Ja, aber vorher, wir sind immer... Also wir haben fast Münzen geworfen. Ja, wir haben fast also, die gleiche Note. Du warst ein bisschen besser in Mathe als ich. Darum, aber ich sehe Mathe immer und ich bin Sprach. Ich hätte so anders können... Ich glaube, mich haben immer wie angespornt, ja. Aber nicht im negativen Nein. Sinn so. Ah, jetzt bin ich besser gewesen. Genau. Jetzt bin ich besser als sie. Nein, das nie. Die festliche Dekoration ist das Fachgebiet von der Mama Veronese. Das ist die Stimme, das nehmen wir nicht. Die auch nicht, das sind so Blätter. Das ist die Stimme. Die Dekorieren geht dann doch nicht ganz ohne diskutieren. Die passt jetzt aber nicht von der Farbe an die Rote. Aber der passt doch der Ding da, der Flöte passt ja. Schon. Die passt zu dem. Ja, so. Ja, ja, der Bär, so bist du drauf. Der da. Mhm. Gut. Bei der Familie Veronese stimmt es bis ins kleinste Detail. Und die nächste Generation ist schon in den Startlöchern. Christina ist seit 7 Monaten die Tante der kleinen Leonie. Ah, Tata! Hey! So, wer möchte ein bisschen? Mal schauen, ob es immer gut aussieht. Ja. Das ist so ein Branche. Ein Mississippi-Cake. Die ganze Familie ist sehr stolz darauf, dass Christina die Ausbildung zur Diplomatin machen kann. Ihr Vater weiss genau, von wo seine Tochter das hat. Der starke Wille, die Leistungsbereitschaft. Also das ist schon mütterlicherseits. So. Und vor allem auch gerade Großmutter mütterlicherseits. Das ist auch sehr beide. Also die Mutter von der Christina und die Großmutter sind sehr vielseitige Frauen, die unglaublich viel geleistet haben. Also, ich würde schon sagen... Merci für die Blumen. Etwas, was Christina bald lernen muss, ist Abschied nehmen. Das gehört zum Diplomatinnenleben dazu. Schon bald geht es für 15 Monate auf New York für ihre praktische Ausbildung. Heute geht es um die Königsdisziplin in der Diplomatie. Die jungen Diplomaten lernen heute, wie man verhandelt. Vor allem für Jonas ein wichtiger Tag. Als studierter Physiker ist er eher ein Exot im diplomatischen Geschäft. Aber es gibt da einen, der ist auch, eben wie der Jonas, ein Naturwissenschaftler. Der ehemalige Spitzendiplomat Michael Ambühl. Ich vertraue darauf, dass wir jetzt hier unter uns sind, en famille, und dass wir da auch eben hier eine gewisse Vertraulichkeit pflegen können. Kommt der Schweizer Finanzplatz international unter Beschuss, ist er gefordert. Die Wunderwaffe, Mr. Steuerdeal oder Pokerface. Wenn wir verhandeln immer hartnäckig. Der Diplomatie hat Michael Ambühl seine Karriere verschrieben. Der Aufstieg verlief steil. Er gehörte zur Delegation, die für die Schweiz die bilateralen Abkommen mit der EU aushandelte. Gut, jetzt gehen wir. Also gibt es da noch gerade Fragen? Nein? Voilà. Okay, also jetzt geht's los. Die Einführung. Gute Dienste gibt es zweierlei Kategorien. Meine Chefin im EDA, Frau Calmine, hat mir immer gesagt, Monsieur Ambühl, on n'est pas là pour servir le café. Und das habe ich mir sehr gut gemerkt. Das ist eine schöne Formulierung. Er hier hat jetzt hier nur servir le café. Hat dann aber trotzdem eigentlich unverdienterweise, finde ich, auf ein solches prestigiöses Bild
hat er es gebracht. Aber was Sie pachten müssen, ist eben die Kenntnisse in einzelnen Dossiers, Sachkenntnisse, und dann die Fähigkeit haben, das zu generalisieren, auf politische Ebene zu heben. Voilà. Wie viel Pause? Bis um 20:30? Länger? Halbe. Also, 10:30 Uhr. Ja? Gut. Ich habe wirklich sehr grossen Respekt vor ihm. Und ich finde es wirklich ein grosses Privileg, dass wir jetzt von ihm dürfen lernen. Also er ist einer der besten Verhandler, die die Schweiz je gesehen hat. Jetzt gibt es eine Gelegenheit für Jonas, sich eng auszutauschen mit seinem Vorbild. Wenn man, sagen wir mal, Komplexität einigermaßen darstellen kann, dann hat man schon etwas erreicht. Wir haben aber gesagt, halb. Ja, müssen wir es dran halten. Und als Grundlage hat er immer der Utilitarismus, oder? Die Spieltheorie. Letztlich ja. 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 Aber da kommen theoretisch schon modifizierte Formen von der grundlegenden Moralphilosophie wählen und das sozusagen in eine alternative Spieltheorie formulieren. Kann man so sagen, ja. Für uns ist es natürlich extrem spannend, wenn wir aus eurer Praxis so sehen, wie ihr all die Verhandlungsstrategien festgelegt oder zurechtgelegt und verfolgen. Ja, wir versuchen das Beste. Soli. Ich habe immer sehr faszinierend gefunden, was eben der Herr Ambühl für einen Zugang zur Diplomatie hat. Und insofern war es wirklich Inspiration für mich. Verhandeln müssen Schweizer Diplomatinnen und Diplomaten besonders gut können. Weil unser Land zum Beispiel nicht in der EU ist, braucht es viel mehr Verträge und darum auch viel mehr Verhandlungen. Auch Samira ist heute bei einer UNO-Konferenz. Sie hat sich in ein recht komplexes Thema einlesen. Es geht um autonome Waffensysteme. Heute muss sie die unterschiedlichen Positionen der einzelnen Länder in einem Bericht zusammentragen. Ja, auf Französisch wird es dann immer länger, gell? Und also ich habe nur 6 Minuten Zeit, genau, für den riesen Text auf Französisch. Mhm. Ein Arbeitskollege von Samira ist da, um sie zu unterstützen, falls sie Fragen hat zum Inhalt oder zum Ablauf der Konferenz. Los geht's. Gut, dann fangen wir an. Genau. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt müssen wir noch das Earpiece rein tun. Monsieur le Président, nous sommes ravis de voir ce GEG guidé par l'Inde et par votre propre personne, une voix majeure dans les efforts en vue d'appréhender l'impact de la science et de la technologie sur la sécurité internationale et de la maîtrise des armements. Hier am Genfer UNO-Sitz diskutieren Regierungsexperten noch bis Freitag über den Umgang mit autonomen Waffensystemen. Hier hat kein Soldat mehr den Finger am Abzug. Waffensysteme wie dieses beschäftigen die Staatengemeinschaft. Autonome Waffensysteme. Je vous remercie, Monsieur le Président. Jetzt im Saal ist es eigentlich mehr eine Ausbildungsphase. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie das mit der Konferenz funktioniert. Ich habe vor allem die verschiedenen Statements zugelassen und dann versucht, dort ein bisschen Positionen herauszuarbeiten. Welche Staaten wollen ein Verbot von den autonomen Waffen? Gibt es Staaten, die eine differenzierte Position haben? Ja, eigentlich so ein bisschen aufteilen in die verschiedenen Camps, die es gibt zurzeit. Eine Pause ist für Samira besonders wichtig. Sie ist im 7. Monat schwanger. Ja, ich brauche jetzt einen Vitaminschub. Ich bin jetzt recht kaputt. So nach, multilateral macht man ja oft am Mittag durch. Also keine wirklich Mittagspause, sondern schnell ein Sandwich und dann geht es weiter. Klar, ich möchte so lange wie möglich einsatzfähig bleiben. Aber ich höre sicher auch auf meinen Körper. Also wenn jetzt mein Körper plötzlich finden würde, es geht nicht mehr, dann würde es nicht mehr gehen. Aber es ist klar, wir wollen einen guten Eindruck machen.
Alles, was Samira macht, wird beurteilt und ist wichtig, wenn es am Schluss darum geht, die diplomatische Ausbildung zu bestehen. Das bedeutet für Jonas Heimat. Das ist echt extrem fein. Ja, ich nehme auch einen. Ich glaube, du magst es noch nicht. Sharing is caring. Ah, aber das war's. Wer als Diplomat will leben, ist immer wieder auf der Durchreise. In einer Woche fährt er als Diplomat ein Stagiaire auf der Botschaft in Buenos Aires an. Für ihn, aber auch für seine Partnerin, nicht so einfach. Schaut ab, Celestine, der Dreizimmer. Ganz viele Bären. Und die Dreie. Jeder Stunde gehen die um den Kreis. Hm? Das war nicht einfach, in dieser kurzen Zeit wirklich etwas aufzubauen. Kathrin hat gerne als Gitarrenlehrerin gearbeitet. Also ich hatte hier jetzt auch Angebote bekommen für gute Lehrstellen eigentlich, aber ich konnte sie nicht annehmen. Genau. Also es fällt dann schon ein bisschen schwer auch. Ja. Das ist halt sehr, sehr kämpfen. Ne? Dass ich wirklich, ich kann noch nicht so wirklich Spanisch. Also ich kann nur auf Englisch meinen Unterricht anbieten und ja, über Konzerte, das geht immer. Also Musik kann man spielen. Aber auch die Verbindungen, also die Kontakte auf zu knüpfen, Dauerzeit. Das ist eine Entscheidung eigentlich von einer Lebensform. In dem Sinne ist das etwas anderes, als wenn man irgendeine Stelle annimmt, wo man sich sagt, ja gut, jetzt mache ich das einmal ein paar Jahre, und nachher mache ich vielleicht wieder etwas anderes. Das ist wirklich eine Lebensform, für die man sich entscheidet und wo eben die ganze Familie einbezieht. Das ist sicher eine der grossen Herausforderungen. Also heute kochen wir einige Currys aus Sri Lanka. Julien, eine Bière. Alors, tu me lances, je crois que c'est celle-là. Ah oui, ah, c'est le même, d'accord. Combien de d'ail tu veux dans quoi, Jean-Baptiste? Un par truc, deux par truc. Alors, il faut donner plus, là, parce voilà. Der Jean-Baptiste ist seit der Kantonsschule mit dem Julien und dem Jérôme befreundet. Später haben sie zusammen das Opernhaus Louise in Fribourg gegründet. Christina kennt den Jean-Baptiste von einem früheren Job. Er ist gerne Gastgeber und ein leidenschaftlicher Koch. Ja, ich muss ein bisschen Fokus jetzt auf die, auf diese Speiseliste da. Ouais, mais j'en voulais aussi avec le poisson ouais, qu'il faut regarder. Ça, c'est pour deux. Ouais, ouais, t'as, alors fait. Très bien, ouais, très bien. Too many cooks in the kitchen. Jetzt sind wir schon zu zweit. Und dann verliere ich vielleicht ein bisschen Kontrolle über die Operation und das wird dann kritisch. Das ist so. Control Freak? Bin ich Control Freak in der Küche? Ich bin schon Control Freak in dem Sinn, du hast die Bereich, wo. Ja, da bin ich in meinem Königsbereich und da will ich lieber keine Hilfe. Weil sonst ist meine Routine sozusagen ja, gestört oder sozusagen. Hä? Ja, das stimmt. Ja. Bienvenue en Suisse romande. Santé, hein? Merci. Freundschaften regelmässig pflegen, das ist mit dem internationalen Diplomatenleben sehr schwierig. Okay, tac. Alors, on commence avec un peu de poisson. Magnifique. Bon appétit. Alors. Le dalle est bon. Il y a pas de sens. Ah, c'est très noëlesque. Moi, j'aime bien. Jean-Baptiste, wir sind wirklich verwöhnt. Er tut sich für die Leute sehr interessieren. Ja, und das ist natürlich ein sicher ein Vorteil in diesem Beruf.
Ja, klar. Ja. Und es ist etwas, das dich sehr sympathisch macht, weil die Leute haben gerne deine, so. Nein, deine Aufmerksamkeit. Nein, du hast Aufmerksamkeit für die Leute. Und ja, ich ja, bist es gross, nett, bist du grosszügig. Sagst. Nein, ich sage nicht, dass du nett werden, aber ich sag's. Die Mehrheit ist nicht so wie er, das ist klar. Umso besser. Wobei? Ich bin froh, haben Sie eine Persönlichkeit wie Jean-Baptiste gewählt. Ja. Ja. Ja, schau. Und ich bin sehr traurig, dass er geht. Ich möchte viele Leute noch sehen. Ich treffe mich jede Wochenende mit Familien, mit Freunden, am Abend noch in Bern. Voll, bam, volle Pude. Und dann irgendwann kommt vielleicht Reality-Check. Okay, du gehst jetzt. Bald wird der Jean-Baptiste auf Westafrika in Senegal reisen. Aber vorher verabschiedet er sich auch von seiner Heimatstadt Fribourg. Das heisst für ihn nun mal so richtig in Ausgang. Dann verlasse ich mein Umgebung, meine Komfortzone. Ich verlasse die Freundin, die Familie, die Freundin, Frisson. Und ja, es ist ein Mischgefühl, aber ich liebe das. Je mehr man ausreist, desto mehr braucht man so einen Ort, wo man sich ein bisschen wohlfühlt, so zu Hause. So Heimat ist, für mich ist Fribourg und Frisson ist ein wichtiger Teil davon. Ja. Auch der Alexander verabschiedet sich von seiner Familie. Also, ihr habt im Januar gesagt, dass ich komme. Ja, sobald du dann installiert bist und weißt, wie es geht und was klimatisch am besten ist. Ja. Also, noch haben wir bis im Januar, ist nicht schlecht. Naja, jetzt tust du dich einmal einleben und schau, machen, du. Genau. Sag's euch dann, wenn ich komme. 28. Toll, ich sehe was. Okay, danke für mal schönes. Danke euch, Leute. Für Alexander fängt jetzt ein neuer Lebensabschnitt an. Sein erster Job als Diplomat, Stagiaire im Ausland. Das ist jetzt so ein bisschen. Ja, mein Zuhause für die nächsten 15 Monate. Ist es ja, irgendwie ein kribbeliges Gefühl. Zu diesem neuen Leben gehören auch ein paar Vorteile. Ja, es ist eine kürzere Reihe da zum Anstehen. Es geht ein bisschen schneller. Good morning. Thank you very much. Der Rest kommt nachher mit dem Möbeltransport. Morning. Sorry, ça va? Ça va et toi? Merci beaucoup pour être venu. Vraiment, déjà maintenant. Thank you so much. Thank you. Aufwachen in einem Land, das erst seit 8 Jahren nicht mehr isoliert und vom Militär regiert wird. 53 Millionen Menschen, das bedeutet neue Freiheiten, viele Chancen, aber auch grosse gesellschaftliche und wirtschaftliche Probleme. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Alors, première coutume, on enlève les chaussures ici. Ah, oui.
Une paire de chaussures pour l'intérieur. Mm-hmm. Ich habe es überall gelesen, dass man das macht. Es ist ein bisschen neu. Ah, bonjour. Bonjour, Agnès. Bonjour. Merci beaucoup. Une villa coloniale qui a à peu près une centaine d'années. Très, très sympa, je pense. Voilà, je te laisserai t'installer. Mais c'est vraiment sympa ici. L'ambassadeur, c'est Egger. Botschafter. Guten Morgen, Alexander Scherer. Freut mich sehr. Ja, sehr gut. Besten Dank. Ja, sehr gut. Alles Beste. Jetzt noch schnell dürfen ein, zwei Stunden schlafen. Darum wieder topfit. Ja, definitiv. Okay. Nein, alles Welcome bestens. To the club. Danke vielmals. Sieht's an. Wo sieht das vor? Ein Thema, das ja gross im Schwange ist, da ist ja, dass man aus Burma eigentlich demokratisches und föderales Burma machen will. Das Wort Föderalismus selber ist unter der Militärregierung ein Tabu gewesen. Also wer das benutzt hat, ist in Kiste gekommen. Also ich meine, wir müssen mal sehen, was das Land für einen Wandel mitgemacht hat in verhältnismäßig kurzer Zeit. Der Alexander will an der ersten Sitzung einen guten Eindruck machen. Müdigkeit hin oder her. Well, welcome, Alexander, our new diplomatic intern. Happy to have you. You arrived this morning. You look remarkably fresh. Still. For the fact that you arrived at 5 o'clock in the morning. Well, maybe it's an opportunity to present yourself, just a few words about yourself. My name is Alexander Scherer, so I'm originally from Zurich, from the German-speaking part of Switzerland, and now Since you come from Zurich, I have to ask you an important question. Geht's oder FCT? I was almost wondering. Maybe my answer would be that I prefer clubs outside of Zurich, interestingly. Very diplomatic, you see. Okay, let's talk about that later. Nach dem Meeting geht es für einen Nachwuchsdiplomat gerade weiter. Seine direkt Vorgesetzte verteilt schon erste Aufgaben und Ämter. Geht dir das so? Ja, das ist tipptopp. Ida, Yangon, all users. Also hier habe ich schon ein bisschen für dich zum Einlesen. Ja. Dann noch die Hintergrundinformationen in dem Dokument, das die Botschaft immer macht, die politische Synthese. Wenn du siehst, dass da etwas noch verältert ist, dass man aktualisieren sollte. Please do. Look at it. Ja. Aber die Vorbereitung ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es hat ein bisschen mit einem persönlichen Stolz zu tun. Im Sinne von, man hat eine Chance bekommen, jetzt in 2 Jahren da die Ausbildung zu machen. Und ja, man will auch überbringen, dass es einen guten Grund gibt, warum man ausgewählt worden ist. Ja, es geht vielleicht schon auch ein bisschen darum, sich selbst zu beweisen, dass es berechtigt ist, dass man aufgenommen worden ist. Wer die Schweiz im Ausland will vertreten, braucht einen starken Willen und viel Ausdauer. Der Alexander hat beides. Kann ich nicht sehen? Der Jean-Baptiste startet viel gemütlicher in seinen ersten Arbeitstag. Er hat sogar ausschlafen. Ich freue mich. Ich habe super gut geschlafen. Endlich hatte ich ein bisschen Zeit. Aber das ist unser Chauffeur. Bonjour, bonjour. Stéphane. Oui, Jean-Baptiste, bonjour. Voilà, parfait. Wenn du für das erste Mal in einer Stadt irgendwo auf der Welt bist, dann diese erste Taxi- oder Busfahrt bis zum Hotel oder bis zu irgendwo, das finde ich immer super. Für die nächsten 15 Monate ist Dakar seine Heimat. Senegal in Westafrika, eines der 25 ärmsten Länder der Welt. Aber auch die Vorzeigedemokratie auf dem afrikanischen Kontinent. Bald trifft Jean-Baptiste seine neue Chefin. Nur wenn er sich überzeugen kann, wird es auch etwas mit dem Diplomatenstatus. Ich bin gespannt. Und das ist sie, die Botschafterin Marion Weichelt. Voilà. Chose entrée. Bonjour, madame. Norma Schenke, Kanzleichefin, Jean-Baptiste Deleuze,
Diplomatisch. Ach, Frau Jean-Baptiste, enchanté de vous rencontrer enfin. Oui. Also, ich lasse dich bei Norma. Und hier gibt es so einen Sitzungsraum in freier Luft. Ja. Sehr schön. Ja, genau. Als Diplomaten-Stagiaire musste Jean-Baptiste auf Bern in Zentrale berichten, wie die politische Situation vor Ort ist. Nicht nur über den Senegal, auch über die Nachbarsländer wie Mali oder Guinea. Sein Hauptthema ist die Wassersituation im Land und die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr. Ja. Darf ich? Natürlich. Merci. Bitte, zum Platz. Merci beaucoup. Da wäre dein Platz. Gut. Normalerweise da. Kein Problem. So, und? Alle kennengelernt? Ja, fast alle. Ja. Alle, die da sind, mindestens. Merci. Voilà. Genau. Mir ist es sehr wichtig, dass immer eine kurze Notiz gemacht wird. Und selbst wenn nur darin steht, ich habe dann und dann die und die Person getroffen und über das und das gesprochen. Mhm. Und zwar im Sinne der Nachvollziehbarkeit des Dossiers. Mhm. Ah, sehr schön. Genau. Ich sehe, dass es jetzt schon viel Inhalt gibt. Wow. Ja, ja. Das hat Arbeit. Und ich sehe verschiedene Länder da, nicht nur Senegal, sondern genau. Mali, Kap Verden, Guinea-Bissau. Oh, wow. Okay. Genau. Das ist nicht das Programm, das ich jetzt da mir überlegt habe, dass er beschäftigt ist. Und wenn er nicht da wäre, würde man so nie machen. Aber ich bin froh, dass er da ist. Und da ist für mich ganz wichtig, dass er da wirklich mitzieht. Was ich setze, ist die Vielfältigkeit. Weil das ist auch die Herausforderung für uns, die Stagiaire, dass wir viel von alles machen müssen innerhalb von ein oder ein bisschen mehr als ein Jahr. Ganz genau. Und das sehe ich klar hier reflektiert. Super. Merci. Sehr gut. Infiniment. Also, viel Erfolg mit der Wohnungssuche. Merci. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, wirklich. Ganz meinerseits. Merci beaucoup, Maria. Ich bin der Neue, ich bin da zum Lernen, ich bin der Stagiair. Und ich habe schon gemerkt, heute Mittag kamen Dossiers, du wirst das machen, das noch eine Reise da und das und das. Finde ich super, spannend, aber auch gefördert. Schon. Der Jonas ist seit einem Monat ohne seine Familie in Buenos Aires im Praktikum. Morgen kommen seine Partnerin Katrin und Tochter Celestine hier an. Man sagt, dass wenn ein Kind an einen neuen Ort herkommt, dann ist es gut, wenn man wie ein spannendes Spielzeug hat oder etwas, was sich das Kind freut. Und dann fühlt sich am neuen Ort sofort daheim. Ist das abierta? Sí. Ah, gracias. Es la parte de juguetes. Es acá. Okay, gracias. Wow. Also so ein Wägeli wäre perfekt, aber wenn man das jetzt anschaut, ist es schon nicht gerade die beste Qualität. Sie wollen einfach nicht, dass sie irgendwie so eine Schraube in den Hals überkommt. Genau. Aber das sieht gut aus. Also, da kann sie nachher ihr Baby reinlegen und rumfahren. Und hat einfach wirklich mega Freude, wenn sie etwas umstossen kann. Das ist eigentlich so die Hauptsache. Es ist muy lindo, gracias. Ciao. Jonas macht sich Gedanken, wie das Leben mit Frau und Kind in dieser fremden Großstadt wird. Also es ist
klar, es ist nicht ein 9-to-5-Job und man muss sich bewusst sein, dass es auch mal am Abend länger dauert und in Zukunft hin und wieder einen Anlass wird geben. Aber wir haben das gemeinsam beschlossen und von dem her, ja, man muss sich dessen bewusst sein. Prefiero esto, sí. 150. Hasta luego. Hasta luego. Eine Wohnung hat Jonas schon gefunden. Eine fix fertig möblierte Wohnung. Da innen sollen sich Kathrin und Celestine wohlfühlen. Das ist sehr wichtig, weil gerade Kathrin ist in Bern beruflich nie richtig zufrieden gewesen. Sie hat jetzt wirklich einen ganz tollen Job nicht annehmen, weil wir daher umziehen. Und es ist nicht ganz einfach, das Umfeld so zu wechseln vielleicht. Und darum hoffe ich umso mehr, dass sie jetzt hier wirklich eine erfüllende Aufgabe wird finden. Kommt das gut? Kann sich die Kathrin da wirklich einleben? Das in der nächsten Folge von den jungen Diplomaten.